schwacher Schutz. Trotz tausender Betretungsverbote werden immer wieder Frauen von ihren Ex-Partnern bedroht, verletzt oder gar ermordet, wie am Wochenende eine ganze Familie in Vorarlberg. In Vorarlberg hat am Wochenende ein 38-jähriger Mann seine Ehefrau, die beiden gemeinsamen Töchter und schließlich sich selbst umgebracht. Der Mann war ein amtsbekannter Gewalttäter. Ein sogenanntes Betretungsverbot sollte die Familie vor ihm schützen. Genützt hat es letztlich nichts. Für Opferschutzorganisationen ein weiterer tragischer Anlass, um schärfere Regelungen zu fordern, um derartige Verbrechen möglichst zu verhindern. Vier ausgelöschte Menschen leben in einer Nacht. Der Täter, der 38-jährige Ehemann und Vater, seit 7. August den Behörden als gewalttätig bekannt. Ein Betretungsverbot wird verhängt, erst für 14 Tage, so sieht es das Gesetz vor. Dann sucht die 33-jährige Ehefrau um Verlängerung an. In der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie stellt sich die Frage: Ist es vertretbar, dass so jemand auf freiem Fuß ist und praktisch die Möglichkeit hat, angedrohte oder schon vorher auch ausgeübte Gewalttaten zu realisieren? Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir hier sofort vorgehen und wenn notwendig eben mit Haft. Die Haft sieht das Gesetz in solchen Fällen eben nicht vor. Außerdem gäbe es keine österreichweit geltenden Gefährlichkeitsfaktoren, an die sich etwa die zuständige Behörde in Vorarlberg hätte halten können. Diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Oder wie immer in diesen Fällen, hätten wir das irgendwas erkennen können oder etwas machen können? Wir sind zur Auffassung gekommen, nein, es wäre, also aufgrund der Informationen, die wir hatten, hatten wir keine ganz konkreten Hinweise, dass eine unmittelbare Gefahr vorhanden ist. Allein im Jahr 2016 wurden in Österreich mehr als 8.600 Betretungsverbote ausgesprochen. 20 bis 25 Frauen werden, Schätzungen der autonomen Frauenhäuser zufolge, jedes Jahr von deren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Therapien für Täter oder Anti-Gewalt-Programme gibt es zwar, aber nur auf freiwilliger Basis. Wir müssen die Gewalt in der Situation ernst nehmen, genauso wie wir das machen, wenn Gewalt im öffentlichen Raum passiert. Es würde niemandem einfallen, wenn eine öffentliche Person mit dem Umbringen bedroht und mehrfach misshandelt wird, dann mit einem Tätergespräch oder Beratung auslangen zu finden. Der 38-jährige Ehemann und Vater aus Hohenems hatte Gewaltberatung in Anspruch genommen und dennoch wurde er zum Dreifachmörder. Berichtet Stefanie Leotold.